Hallo. Diejenigen von uns, die gerne in der Bibel lesen, wissen, dass das ja eine richtige Fundgrube ist an göttlicher Weisheit. Natürlich haben wir auch eine ganze Menge Informationen, wie Menschen gedacht, gelebt und auch gehandelt haben. Und da ist manches davon nicht besonders von göttlicher Weisheit gespickt. Aber im heutigen Losungstext bekommen wir auch wieder einen sehr guten Ratschlag, nämlich: Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert, aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Aus Sprüche 12, Vers 18. Also mit anderen Worten, ein Wort unbedacht gesagt kann wirklich jemand verletzen, so wie ein Schwert auch den Körper verletzen, ja sogar töten kann. Und nicht umsonst sagt auch Jakobus, dass die Zunge ist nämlich ganz schön gefährlich. Sie kann eine ganze Menge Schaden anrichten. Und ich habe das leider selber oft genug erlebt, bei mir selber, wo ich unbedacht Sachen gesagt habe und damit auch so manchen Menschen wirklich verletzt habe. Und im Nachhinein, wenn man das erkennt, tut einem das leid und wünschte sich, man hätte sich doch da ein bisschen mehr überlegen sollen, was man da von sich gibt. Und ich glaube, das ist auch für sogenannte alte Hasen, also Menschen, die schon älter sind und vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte auch als Christen unterwegs sind, dass wir da auch nicht davor gefeit sind, unsere Zunge eher als Schwert zu gebrauchen, als wie tröstende Worte zu sagen. Aber da möge der Herr uns noch Gnade schenken, für die dies besonders betrifft, dass wir lernen, auch wenn es schon in etwas höherem Alter ist, unsere Zunge in Zaum zu halten. Und darum, der Lehrtext, der ist ja auch ganz schön, heißt es ja: Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander, sind die Worte des Apostel Paulus an die Römer im 14. Kapitel in Vers 19. Also lasst uns über die Dinge nachdenken und die Sachen aussprechen, die ermutigend und nicht entmutigend sind. Wir leben ja in einer Zeit, wo sehr vieles, was wir hören und leider auch oft selber sprechen, eher entmutigt als wie ermutigt. Aber lasst uns wirklich auch darum beten und den Herrn bitten, durch seinen Geist uns da neu zu inspirieren, ermutiger zu sein und nicht zu entmutigen. Ich glaube, das fällt dem Menschen im Normalfall ganz leicht zu entmutigen, dass man negativ ist und negative Kritik übt und Sachen auszusetzen hat, anstatt zu ermutigen. Also das ist auch noch eine Schwachstelle, auch in meinem Leben, aber ich möchte noch dazulernen, ein Ermutiger zu sein und auf den Herrn zu schauen. Und ich glaube, da haben wir die besten Möglichkeiten und das Beste aller Vorbilder, der Herr Jesus, der selber immer wieder Menschen statt entmutigt hat, nämlich zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen, weil er sanftmütig ist und barmherzig und von großer Güte. Also lasst uns auf Jesus schauen und wieder ganz neu ermutiger sein, in seinem Sinn. Also, und damit wünsche ich dir auch für diesen Tag einen guten und einen schönen Tag. Schön, dass du wieder dabei warst.